diese Zeit, die du einfach brauchst, um jedes Video, das du produzierst, zu bearbeiten und jedes Video, das du machst, einfach mit Thumbnail zu versorgen und da noch was da machen und hier noch ein bisschen was zu machen und sich dann vielleicht was Neues auszudenken, dann die Kanalbearbeitung, dann das Schreiben mit den Leuten einfach, die deine Let's Plays schauen. Dieses ganze Zeug hat damals dafür gesorgt, dass ich einfach viel weniger gezockt habe und heute zocke ich einfach privat fast gar nicht mehr. Und das mag jetzt für einige schlimm klingen, ich finde es aber gar nicht so schlimm. Zudem hat sich meine Rechtschreibung dadurch eben massiv verbessert. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie unbedingt schlecht war. Ich war eigentlich ganz gut in Deutsch immer. Aber verbessert ist halt verbessert, ne? Egal, ob es schlecht war oder nicht. Und zudem ist Let's Playen immer noch ein klasse Zeitvertreib, einfach nur. So, hier mache ich jetzt mal so einen Weg rein. Und dann haben wir unsere Farm fertig. Jetzt baue ich mir Uno Momento. Huch. Da hinten noch eine Workbench hin und dann kann ich mir kurz, habe ich noch irgendwo offenes Holz liegen? Ich habe es wohl nicht mal ganz offen. Was? So. Und zudem ist Let's Play eine klasse Gelegenheit, einfach auch mal ein bisschen die Sau rauszulassen und sich einfach mal zu benehmen, wie man sich halt gerne mal benehmen würde auf der Straße. Und es sich einfach nicht traut, also dieses verrückte, durchgeknallte ja, Benehmen halt. Und einfach mal aus sich rauszukommen, wenn man an sich, was ich ja privat bin, auch sehr schüchtern ist. Ich bin im richtigen, im Real Life bin ich ja eigentlich ein recht schüchterner Typ. Von daher macht es eigentlich ganz Spaß, im Let's Play mal die Sau rauszulassen, weil man ja keinem gegenüber sitzt, mit dem man reden muss, sondern man macht das ja, man spricht ja mehr oder weniger mit sich selber. Man weiß zwar, dass es im Endeffekt dann mehrere Leute hören und dass sich der Kreis auch immer weiter verbreitet, aber man spricht ja in dem Sinne nicht direkt mit einem. Das gibt einem einfach ein bisschen mehr Gelassenheit beim Reden und so. Das sind alles so viele positive Aspekte, dass ich bestimmt so schnell nicht aufhören werde mit Let's Playen. So, und jetzt müssen wir ja mal schauen. Vor lauter Quatschen vergesse ich, was ich machen wollte hier. Und zwar wollte ich eine... Ja, jetzt kommt's. Jetzt habe ich hier überall so viel Glas reingezimmert, dass ich gar nicht weiß, wo ich eigentlich den Tresen hinbauen soll zum Verkauf von Blumen. Auch jetzt mein Glas rausgehauen. Da bildet sich nichts dran, gell? Okay. Dann werde ich jetzt mal mein Glück hier versuchen. Ja, genau da, genau so wollte ich das machen. Das war 100% genau das, was ich wollte. Genau, so wollte ich das machen. Dann müsste ich mal ganz kurz mir hier flups ein bisschen noch was holen. Soll natürlich den Charme des Gebäudes weiter erhalten. Da kommt ein Zombie an. So, hier soll ist hier ist der Tresen. Ist der zu groß? Ist das zu aufwendig? Zu auffällig? Wenn man hier so reinkommt. Es hält sich in Grenzen. Es geht eigentlich noch. Und dann machen wir hier noch einen hin. Und jetzt muss ich mal gucken, wie das aussieht, wenn ich mir hier eine Falltür hinbaue, ob das dann zu übertrieben ist. Da hat schon einen Slot frei. Wunderschön. Sieht das komisch aus? Lass ich das einfach so vielleicht? Oder baue ich vielleicht ganz noch einen zurück? Das wäre natürlich auch eine Option, wenn ich einfach...
Moment, wenn ich es einfach hier hin bastel. Könnte man auch machen. Dann hier hinter vielleicht sowas wie ein Regal. Da kann man aber leider nichts draufstellen, gell, soweit ich weiß. Ich probiere es gerade mal. Topf, achso, da habe ich ja noch einen Topf. Nee, das geht leider nicht. Schade eigentlich, könnte man schön was draufstellen. Ich kann ja hier einen Topf draufstellen. Und dann kann ich mir hier so vielleicht so ein paar... Du musst jetzt mal weichen da hinten, weil du gehörst hier nicht hin. Dann kommst du... Tim. Kommst du... Du könntest natürlich nach oben gehen. Dann hier, wo das Bett und so hinkommt. Weil wenn hier der Ausgang ist, dann könnte ich das Bett... hier reinzimmern. Kommt da die Workbench hin. Ich habe gerade keine Wolle, da habe ich eine Schere. Ach, wunderschön, ich habe sogar eine Schere. Ich bin heute mal ausnahmsweise vorbereitet. Hey, ich habe alles dabei. Echt mal ein Wunder. Und gleich drei Wolle. Flupp, da fluppt die Flipp, die Flapp. Da geht's mir doch gleich einer ab. Und dann haben wir ein Bett. Obwohl, das ist ein reiches Haus. Reiches Haus, reiches Haus, reiches Haus. Reiches Haus. Und ich muss ganz, ganz kurz mal. Ich werde gerade mit SMS zugespammt. Ich habe jetzt mal kurz geschrieben, dass ich aufnehme. Huch. So. So. Dann gehen wir hierher. Chim. Und ein rot. Schade, da, was ich noch richtig cool fänden würde, ist wirklich, wenn die Betten die Farbe der Wolle annehmen würden. Das wäre noch richtig nice. Also verschiedene Betten, einfach so Details, verschiedene Betten und was könnte man noch machen? Verschiedene Türfarben, einfach so diese Dinge, verschiedene Stockfarben, verschiedene Werkzeugfarben, wenn einfach jedes Werkzeug dann noch individuell aussehen würde, das würde einfach viel mehr Spaß machen. Du könntest dir, wenn du Lust hast, einfach mal ein schwarzes Werkzeug basteln, also so aus diesem Schwarzeichenholz oder so. Das wäre einfach viel cooler und das würde viel mehr Spaß machen. So, jetzt gehen wir mal hier schlafen. Ich wollte mal gucken, ob hier Zombies kommen. Oh, ja. Ha! Ich habe euch gesehen. Ihr seid nicht da. Ja. Glaubt mir ruhig. Okay, dann haben wir hier ein Bett, dann haben wir hier das. Dann gehen wir mal nach unten wieder. Und jetzt muss ich mal schauen, jetzt könnte ich eventuell hier noch... überall so... Baumstämme platzieren, wo ich ein paar Blumenarten hinstelle, sozusagen, weil es ist ein Verkaufsladen, muss ja ein bisschen was gezeigt werden. Dann könnte man eventuell... muss mal schauen, wie das aussieht, wenn ich das mache. Da ein Vierer-Paket. Ne, das ist eng. Dann könnte man hier eventuell noch so einen hinpacken. Dann könnte man, wenn man hier reinkommt, da noch eins hin. Da können wir auch einen Baumstamm hinpacken. Da können wir noch einen Zweier hinpacken. Er soll recht willkürlich aussehen, so ein bisschen. Da können wir noch so einen hinpacken. Dann könnte man ja eventuell noch einen Dreier so hier hinpacken. Jetzt brauche ich natürlich verdammt viele Falten. Ihr werdet gleich sehen, was ich vorhabe. Jetzt habe ich die Quetsche nach oben gebracht. Ich bin so ein Held, ey. Komm her. So. Wen es übrigens interessiert, ich habe mich auch schon nach einem
nach der neuen Version des der Evermods aus umgeguckt und es gibt auch schon wieder eine. Ich wollte sie sogar in die Aufnahme reinholen, aber ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt irgendeinen Scheiß mache mit meinem Spiel, lasse ich sie lieber noch eine Aufnahme draußen. Und darum habe ich es noch nicht reingepackt. So 40 sollten eigentlich reichen. Ansonsten wird die dann demnächst wieder reingeholt. Flup, der Evermod. Und dann werden wir auch regulär im Let's Play einfach mit der Ever spielen. Wir haben ja selber Sachen und dann können wir das halt einfach immer absafen. Dann kann man das oben und unten dran packen. Ach so, okay, verstehe. So. Dann haben wir jetzt nämlich hier unsere Blumenriegen so. Und Tim. Das sind dann so wie sozusagen Blumenkästen, in denen die einzelnen Rosen, die draußen halt gezüchtet werden, draußen werden die ja gezüchtet und hier drinnen werden die dann verkauft. Das ist natürlich, also für jemanden, der so selten im Blumenladen ist wie ich, was nicht heißt soll, dass ich kein Faible für Blumen habe, nein, ich mag sogar Palmen und so, also so exotische Blumen finde ich äußerst genial. Ich habe früher mal mehrere Dutzende Kakteen gehabt. Aber jetzt, ich habe noch nie so wirklich darauf geachtet, wie Blumenläden aufgebaut sind. Deswegen bin ich gerade etwas rastlos. Flupp. Könnte man hier drüben nochmal... Hier habe ich drei, da könnte ich die hier reinpacken. Eine Rose habe ich noch. Die würde ich auch gerne irgendwo reinpacken. Ach, eine Tulpe. Ach so, alles klar. Dann packe ich die beiden zusammen. Weiße Tulpe habe ich noch, die könnte man hier drauf packen. Und dann habe ich noch. Ach, Löwenzahn habe ich noch, alles klar. Löwenzahn, Sonnenblumen meine ich. So, kommst du jetzt hier rein. Alles klar, dann kommt dann eine Sonnenblume rein. Komm her. Ach, die will nicht. Okay, dann packe ich das da rein. Habe ich noch Vasen? Eine habe ich noch. Dann kommst du da rein. Ich soll mir unten vielleicht wirklich mal noch eine Workbench hinstellen. Das ist sonst sehr aufwendig, wenn ich jetzt hochrennen muss. Stellen wir es einfach dahin. So, dann baue ich immer noch ganz kurz so. 5 Stück sollten reichen erstmal. Dann kommt da noch eine hin, da kommt pum. Kann man auch Bäume reinpacken und so, man kann, muss ja nicht nur das Zeug verkaufen. Habe ich sonst noch was? Bäume, Moment. Da ist eine Truhe. Schwarzeichensetzling könnte ich noch reinpacken. Margariten habe ich noch. Sternlauch, ach guck mal hier, was ich noch, habe hier. Flup, da kommt jetzt alles hier rein. Was hier alles noch rumkullert. Ah, das eine Mal wahrscheinlich Mohn, was ich da reingepackt habe. Den habe ich hier nämlich noch nicht stehen. Noch irgendwas? Das war, glaube ich, Mohn hier, oder? Bist du Mohn? Oder bist du eine rote Tulpe? Eine rote Tulpe, alles klar. Aber habe ich hier schon Mohn platziert? Rosen, Tulpen, rote Tulpen. Na nü, wo ist denn mein Mohn? Also das Zeug ist jetzt Mohn. Ach so, alles klar. Ja gut, der steht ja hier überall. Flup. Flup. Dann platziere ich, wo habe ich noch was? Flup. Und dann kann ich hier noch eine zweite hin platzieren. Dann haben wir hier noch ein bisschen was Blaues. Oh, das sieht geil aus. Oh, das muss... Was ist das? Wie heißt du? Blaue Orchidee. Ey, das sieht... Oh. Ich würde manchmal am liebsten so ein Texture Pack zusammenstellen. Ein Glück, dass das jetzt auch geht.
aber halt trotzdem nur so so halb halb. Man kann also sich immer noch nicht so richtig zusammenstellen. Ich hätte gern das von dem und das von dem. So, Moment, ich probiere mal aus jetzt hier noch. Wie sieht das aus? Das sieht auch nicht schlecht aus. Und dann könnte ich hier eventuell noch davon welche dazwischen packen. Habe ich Margeriten überhaupt schon Margeriten? Bin da hinten, okay. Aber da hatte ich so viele von, alles klar. Ja, okay, gut. Dann habe ich jetzt hier eine Verkaufsanlage. Sieht auch gar nicht schlecht aus, muss ich gestehen.